Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X mit mir, Dragonios. Und wir sind bei den rätselhaften Begegnungen, sage ich mal, stehen geblieben. Nein, wir sind hier in der fünften Arena, sorry. Und dort werden uns auf jeder Ebene Rätsel zuteil, die wir beantworten müssen und dann mit den richtigen Trainern kämpfen. Ich habe schon mal zwei falsche Trainer jetzt hier zur Schau gestellt. Jetzt zeigen wir mal den richtigen. Ja, es handelt sich hier um Datiri, was man in der letzten Folge vielleicht nochmal gesehen hat. Wer nicht weiß, von was ich rede, schaut sich doch bitte die letzte Folge nochmal an. Das hier ist noch immer in der Pokémon-Arena. Das wäre doch komisch, wenn wir gar nicht kämpfen, oder? Naja, es geht. Na? Estelle. Setzt Reitschwein. Schönes Pokémon. Oh. Es sieht so fluffig aus. So. Dann einmal Knochenkeule, Reitschuhkeim, roten Schlag. Okay. Warum nicht? Bam. Das ist sehr effektiv. Und noch einmal die Knochenkeule. Ah, Ruckzuckhieb, wunderbar. Bam. So, Reitschuh ist besiegt. Und das ist sehr effektiv. Okay, wir bekommen Erfahrungspunkte. Und Knogger erreicht Level 32. Jetzt hätte ich schon bei einer 23 gesagt. Und Lapras 37. Ja, kein Thema. Lake, okay. Schauen wir mal. Lake, Wasserattacke. Hat das Ziel, die Hälfte oder weniger seiner maximalen KP trifft diese Attacke mit doppelter Kraft. Ganz nett. Ich werde mal Regentanz verlernen. Ja, also Regentanz an sich keine schlechte Attacke. Aber ich muss sagen, im Durchspielen selbst benutze ich es nicht. So. Ich hoffe, dieser Sieg macht euch noch stärker. Das hoffe ich doch auch. Bitte steig in den Fahrstuhl. Und? Tudut! Yeah! Ein Stockwerk nach oben, bitte. Ja, das ist deiner Tiri, definitiv. Richtig, du bist ganz schön schlau. Na, die Fragen sind jetzt nicht so schwer. Hier kommt die Frage. Lasst mich kurz überlegen. Das sieht nach Wasser aus. Welches Pokémon ist das? Wegimak, Grillmak oder Sodamak? Ich denke, es ist Sodamak. Die Fragen davor waren noch relativ einfach. Das ist die erste Frage, wo ich sage so, da könnte man so ein bisschen in Straucheln kommen, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es Sodamak ist. Gucken wir einfach mal. Was sagt denn Nummer 3? Ah, du denkst, es ist ein Sodamak? Ja. Ah, kannst du auch mit voller Überzeugung hinter dieser Antwort stehen? Ja. Astrainer Johannes, Ampharos wird eingesetzt. Ein schönes Pokémon, besonders auch die Mega-Entwicklung von Ampharos. Kann auch ganz nett ausschauen. Knochenkeule, wir bleiben einfach mal, oh Gott. Wir bleiben bei unserer altbewährten Taktik, aber Ampharos könnte uns die sehr kaputt machen. Ja, super, ganz toll. Ganz toll. Okay, Knochenkeule, perfekt. Es war nur eine Runde verlangt verwirrt und da hat es sich selbst getroffen. Nicht so schön, aber... Oh. Warum? Ah, okay, wunderbar. Jetzt vielleicht ein Volltreffer? Nein, natürlich nicht. Der Volltreffer kommt, wenn dann, jetzt. Alter. Ja, genau. Jetzt kommt er. Ich meinte eigentlich von meinem Knogger. Zack. Und das ist effektiv. Ampharos wurde besiegt. Ja, wir kriegen hier einen Haufen Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Genau. Ja, zu sagen, erfordert auch ein gewisses Maß an Stärke. Ja? Bin ich jetzt stark? I don't know. Und?
Yay! Sodamac! Das war die richtige Antwort. Ja. Richtig, du bist ganz schön schlau. Was haben wir denn jetzt da? Hier kommt die Frage. Das ist ein Smetbo, hätte ich jetzt gesagt. Ja? Smetbo? Ach so. Okay, 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Das war auch wieder 3. Ziemlich cool, aber auch relativ einfach. Kann man nichts sagen. So, super dran, heilen wir uns mal wieder. Und dann schauen wir mal. Du wählst also die Nummer 3? Ja. Bevor du erfährst, ob du recht hast, heißt es kämpfen. Manchmal ist das Leben echt hart. Ich zeig dir gleich, wie hart meine Knochenkeulen... Okay, das hört sich sehr falsch an. Pikachu wird eingesetzt. Megateo! Ein weibliches. Was ich immer noch sehr irritierend finde. Ich mag den Schwanz von der vom weiblichen Pikachu nicht so wirklich. So, okay, Offenlegung. Mach ruhig. Kein Thema. Du kriegst jetzt erstmal eins mit der Knochenkeule. Und das war's. Wega. Davor ein Raichu, weißt du? Aber... egal. Tabu erreicht Level 36 und deine Liebe und dein Talent ist unvermesslich. Du bist ein toller Trainer, wirklich vorbildlich. Und Tauboga entwickelt sich zu einem meiner Lieblings-Pokémon. Absolute Oberklasse, dieses Ding. Komm. Entwickel dich. Yeah. Yes, okay, sehr schön. Glückwunsch, dein Tauboga wurde zu einem Tauboss. Sehr, sehr geil. Das freut mich. Okay, super. Wir haben einen mächtigen Mitstreiter gefunden. Und entwickelt. Was? Dann habe ich die Frage jetzt einfach... Dann habe ich das zweite Pokémon nicht so wirklich gesehen. Warte mal, ich schaue mir die Frage nochmal an. Ich war mir eigentlich gerade ziemlich sicher. Okay, das ist ein Smetbo. Ach, oh Gott, bin ich doof. Das hat, dadurch, dass ich es so schnell weggedrückt habe und nicht mehr aufgepasst habe, hat das zweite genauso ausgeschaut wie das erste. Also sprich, auch ein Smetbo. Dann ist es natürlich Nummer 2. Gut, dann Nummer 2. Aha, du willst jetzt wirklich Nummer 2? Ja! Dann wollen wir, dass du die Note richtig liegst. Okay. Bruce Lee wird eingesetzt. Yay. Auch nicht wirklich stark vom KP-Wert her. Das Ding werde ich wahrscheinlich ziemlich schnell wegrotzen können. Ja, sehr gut. Imitiere nur etwas, was ich noch gar nicht gemacht habe. Und jetzt bleibt dir keine andere Wahl mehr. Also kannst du nichts mehr imitieren. So, Knogger erreicht Level 33. Und Fuchtler. Attack über 2 bis 3 Runden, den Angreifer verwirrt. 120 Stärke. Ich mag eigentlich... Komm. Ich brauche Fuchtler nicht. Ich mag Kopfnuss hier in dem Fall lieber. So, danke schön. Und Kirlia erreicht Level 25 und lernt Heilwoge. Schauen wir mal ganz kurz. Heilwoge, Psychoattacke, Anwender löst eine schmerzlindernde Welle aus und heilt dabei das Team mit der Hälfte seiner maximalen KP. Sehr gut bei 2 gegen 2 Kämpfen. Aber hier nicht so. So, bekannte Attacken behalten. Ja, Heilwoge nicht erlernt. Du besiegst, ne? Wie schön, du und dein Pokémon, ihr passt wirklich ganz toll zueinander. Ja! Bitte steig in den Fahrstuhl. Ja! Ich bekomme Applaus! Applaus für mich! Ja, da haben wir es ja richtig, du bist ganz schön schlau.
Oh ja, okay, und hier sind wir beim Arena-Leiter. Das heißt, wir heilen unser Knogger jetzt nochmal ein bisschen. Knogger, mal ganz kurz voll geheilt. Äther mir 4 Stück. Brauche ich, denke ich, nicht. Aber ich möchte meinen Glutexo noch mit reinnehmen. Das heißt, Beleber, Glutexo und nochmal ganz kurz fit machen, Supertrank. Auf Glutexo. Passt. Okay. Das heißt, Hallihallo, du Arena-Leiter. Na gut, dann rollen wir das Ganze nochmal von vorne auf. Das ist Citro, der Arena-Leiter von Illumina City. Alles klar? Du machst dich besser auf was gefasst. Mein Bruder ist nämlich genauso stark, wie man es vom Arena-Leiter von Illumina City erwarten würde. Heureka! Wie oft muss ich dir noch sagen? Es sind die Pokémon, die für meine Kämpfe bestreiten. Darum bin ich mächtig stolz auf sie. Ich weiß, ich weiß. Also dann ihr zwei, ich möchte jetzt einen spannenden Kampf sehen. In diesem Sinne, dann wollen wir mal unser Bestes geben. What the fuck? Citro, ja. Eine Herausforderung von Arena-Leiter Citro. Emolga wird von Citro eingesetzt. Und ich hasse Emolga. Warum müssen sie schon wieder Emolga haben? Dieses dreckige Flughörnchen. Also als Pokémon selbst mag ich es natürlich voll gerne, aber warum hat es immer... Okay, Knochenkeule hat... Ja klar, was Flug ist, mein Gott, ich bin so doof. Kopfnuss! Knogger, zeig mal, was du kannst. Ich hab grad ziemlich... War gerade ziemlich Brain AFK. Statik wirkt... Na, genau das meine ich. Ah, dieses Pokémon macht mich jetzt schon wahnsinnig. Monagoras! Erstmal Knogger zurückrufen. Wir haben ja immer noch unseren Freund, den Riesendino. Aeroas macht hier nicht viel Schaden. Und wird es auch nicht. Oh, es kann Voltwechsel. Natürlich kann es Voltwechsel. So, dann komm. Magneton wird rausgerufen, ne? Super toll. Das ist nicht sehr effektiv, aber die Initiative sinkt. Das ist wenigstens etwas. Probieren wir mal Drachenklaue. Ja, Stahltyp ist halt irgendwie uncool gegen. Ich mag Magneton und elektrische Energien fließen durch den Boden. What the fuck? Was hat der jetzt gerade für eine Attacke eingesetzt? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Okay. Yay, super, der erste Hypertrank. Ist das nicht schön? Magneton ist wieder fit. Na gut, aber egal, Drachenklaue. Langsam ernährt sich das Murmeltier. Oder wie auch immer dieser Spruch auch heißt. Zack, Drachenklaue. Vielleicht noch irgendwann mal ein Volltreffer. Ja. Schön. Aha, wie ist... Oh, sehr gut. So, jetzt nochmal einmal Drachenklaue. Wieso hast du so verdammt viele Hypertränke? Mann. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz Glutexo rausrufen. Es ist okay, passt. Glutexo, zeig, was du kannst. Oder vielleicht... Naja, passt. Okay. Einmal Glut. Glutexo ist sogar schneller. Wahnsinn. Okay, Donnerblitz wird wehtun. Definitiv wird es wehtun. Ja, Glutexo wurde besiegt. Knogger. Streng dich an. Wenn ich Glück habe, hat das Ding keine Schwebe. Aber das werde ich sehen. Ah, wunderbar. Das heißt, tschüss Magneton. Magneton wurde besiegt. Wir bekommen alle Erfahrungspunkte. Monargoras bekommt erreicht das Level 41. Elezard. Bleib mal draußen. Und dieses Pokémon ist richtig fett, habe ich mal mitgekriegt.
Einmal Knochengeule. Und bam. Die Hälfte der Leben abgezogen. Wunderbar, wunderbar, Knogger. So, einmal Knochenkeule. Das war's mit Elisard. Knogger erhält Erfahrungspunkte und Citro setzt Emolga ein. Ja, das ist das Einzige, was noch bleibt. Ich werde wieder auf Mona Goras wechseln. Um es gleich mal mit einem Hypertrank zu heilen. Ja, dieses Emolga hat eigentlich keine Chance gegen meinen Riesendino. Hypertrank. Mein Kleiner wird erstmal geheilt. Und setzt Voltwechsel ein. Ja, das kannst du gern machen. Bringt dir jetzt nicht mehr so viel. Ich dafür kann Felsgrab hier einsetzen, ne? Und Felsgrab ist ein bisschen anders. Wirst du gleich sehen. Tschüss, Emolga. Das ist sehr effektiv. Der Flugtyp ist dir zum Verhängnis geworden. Knogger erreicht Level 34. Und ich besiege Citro. Deine Einstellung zum Kämpfen ist elektrisierend. Ich fühle mich wie vom Blitz getroffen. Markus gewinnt. Geld. Oh, Bruder, du hast ja verloren. Ach, Heureka. Irgendwann lernst du auch noch, dass es keine Schande ist, zu verlieren. Ist doch schön, wenn wir von so einem starken Herausforderer noch etwas lernen können. So, für deinen Sieg bekommst du nun den Ampere-Orden überreicht. Yay! Ampere-Orden! Okay, sehr schön. Ein weiterer Orden gehört mir. Markus erhält von Citro den Ampere-Orden. Mit dem Ampere-Orden in deinem Besitz gehorchen dir Pokémon bis Level 70. Und du bekommst auch diese TM. Hier, bitteschön. TM 24 Donnerblitz. Oh, nett. Dank einer Stärke von 90 und einer Genauigkeit von 100% ist das eine Elektro-Attacke, auf die man sich verlassen kann. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch so beliebt. Das ist vollkommen richtig. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Mensch, Heureka, unterbrich mich doch nicht. Und wieder einmal werden wir Zeugen eines bahnbrechenden Moments, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert. Was zur Hölle? Ich habe nämlich eine Ausgabemaschine für technische Maschinen erfunden. Das war es, was ich eigentlich noch sagen sollte. Es geht mir übrigens gar nicht so sehr darum, immer stärker zu werden. Ich versuche einfach Spaß mit meinen Erfindungen zu haben und jeden Tag an meiner Seite mit meinem Pokémon zu genießen. Yay, okay, das war's. Ins welches Stockwerk möchte ich? Ich möchte ins Erdgeschoss. Perfekt, Leute. Wir sind im Besitz des 5. Arena-Ordens. Holo-Nachricht erhalten. Mein Bild... Ja, da ist da. Okay, perfekt. Ich dachte schon, mein Bild wäre verschwunden. Na, alles in Ordnung bei dir? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Schau einfach im Bistro Flor Delis vorbei. Du weißt schon, welches Bistro ich meine, oder? Es liegt in einer Seitengasse der Herbstallee, ganz in der Nähe des Prismaturms. Was machst du mit deiner Hand die ganze Zeit? Okay, egal. Wenn du es nicht finden solltest, dann nimm dir einfach ein Taxi. Bis später. Okay. Wenn der Professor das wünscht, mache ich das. Aber ich gehe jetzt zuerst ins Pokémon Center. Um dort dann... Ich muss bestimmt irgendwann wieder kämpfen. Wo bin ich hier? Sommerallee. What the fuck? Ich glaube, das war die falsche Abzweigung, definitiv. Was sagst du mir denn? Hallo, möchtest... Du redest gefälligst mit mir. So. Die Attacken Windhose, Windschnitt und Sternschau treffen alle Gegner gleichzeitig. Es gibt noch andere solche Attacken. Vielleicht sollte ich mal eine Liste zusammenstellen. Ich habe alle Landstriche bereist, um Informationen über Pokémon zu sammeln. Und dabei bin ich auf diese hier gestoßen. Ja? Welche? Was bist du denn? Ein Kürbis mit Haaren. Hymphdo. Hymphdo, Hymphdo. So. Oh, du bist es. Du bist mir besuchen gekommen. Und? Hat sich der Epitalize nicht sicher erwiesen? Ach, du bist die. Du hast mich doch nicht vergessen, oder? Ich bin die Journalistin Alba, Violas Schwester. Ich sammle immer die aktuellsten Informationen über alles, was in Luminosity los ist. Mein Job führt mich um die ganze Welt, aber am besten kenne ich mich in Luminosity aus. Doch ich kenne nicht nur die berühmten Geschäfte. Ich kann dir auch sagen, wie viele Psiaus sich in der... was? Wie viele Psiaus sich in welchen Hintergassen herumtreiben. Ich weiß alles über diese Stadt, also komm zu mir, wenn du einen Tipp oder sonstige Infos brauchst. Ja... Pokémon-Labor, das Trainer-Promo-Studio, Style-Salon.
Außerdem gelangst du von der Routen 4 oder 5. Aha. Nein, passt. Dankeschön, das reicht mir. Ich schaue mich sonst noch genauer um. Was sagst du mir denn, alter Mann? Es gibt äußerst praktische Attacken, die einen Angriff auf alle Pokémon außer die ihre eigene bewirken. Das stimmt. Die Chefredakteurin war heute schon eine Weile nicht mehr hier, aber sie hat eine Notiz auf ihrem Schreibtisch hinterlassen. Um ehrlich zu sein, bin ich ihr noch nie begegnet. Ich frage mich, was für ein Mensch sie wohl ist. Was zur Hölle? Ich bin für eine Weile weg, um Informationen über das mysteriöse Pokémon zu sammeln. Also erstmal werde ich die Berge gehen, wo es angeblich zuletzt gesichtet werden soll. Okay. Ich möchte aber trotzdem noch ins Pokémon Center. Also Sommerallee muss ich nicht, ich muss in die Herbstallee. Laut ihm. Au. Okay, da geht's nicht ran. Hier vielleicht? Herbstallee. Hier bin ich schon mal richtig. Ich wollte aber immer noch ins Pokémon Center. Bin ich jetzt irgendwie total falsch gegangen? Ich weiß, dass hier der Professor ist, aber... Ich schaue mich mal hier geradeaus weiter um. Nordring. Da Fuck. Hilfe! Wo geht's hier lang? Schauen wir mal. Oh mein Gott. Ja. Nordring Ost. Ich schaue jetzt einfach mal. Oh geil. Yay! Oh yay! Oh, wie gemütlich es einfach rumläuft. Yay! Audioguide, ein aktueller Aufenthalt und die Haltestelle an der Herbstallee. Ja, bitte. Oh gut, wirklich super. Das hat sich gelohnt. Das hat sich definitiv gelohnt. Irgendwie sieht es aus, als ob ich hier... Das sieht wahrscheinlich von überall so aus. Ich gebe einfach mal Gas. Ich schaue jetzt einfach mal einmal hier rum. So, irgendwo muss ein Pokémon Center sein. Aha. Dann schaue ich mal hier weiter. Gib Gas, mein Freund. Gib Gas. Irgendwann komme ich doch zu einem Pokémon Center. Ich muss jetzt zum Pokémon Labor auch irgendwann kommen. Ich glaube, das hier ist eins. Okay, perfekt. Dankeschön für die umfangreiche Stadt. Mann, wieso ist sie so groß? Das wird noch lustig werden, Leute. Das wird echt noch lustig. Aber Leute, das war's erstmal wieder mit Let's Play Pokémon X für heute. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte einen Daumen nach oben, das würde mir sehr weiterhelfen. Und falls ihr neu seid und euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo hinterlassen. Das würde mir natürlich auch noch sehr viel weiterhelfen. Dankeschön, Leute, wir sehen uns morgen auf jeden Fall. Bis dann, ciao!